Hallo, willkommen Leute, ja, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Bloody Platinum in den Käfer One. Yo, es geht weiter. Und ich habe hier immer mal, wie ich es öfters tue, vergessen, die Geschwindigkeit zu erhöhen, aber das macht nichts, denn jetzt geht's los, jetzt fangen wir an und wir rennen hier durch. Ja, ich glaube, ich muss hier hoch, wa? Ja. Da kann ich rein. Hier ist der richtige Weg. Ach Gott, hier ist viel zu viel. Was war denn hier? Okay. Sternstück, ja. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Weil ich viel Zeit, die ich jetzt eben verschwendet habe. Und, ja. Okay, was gibt's zu sagen? Wie immer nix, aber egal. Ich gehe einfach mal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob hinten irgendwas war, aber egal. Halt, da ist auch was. Sternstaub, okay. Surfen wir hier lang, ganz cool. Gemütlich. Jetzt hier brauchen wir Kaskade. Dann bin ich hier doch falsch. Okay. Okay. Was soll's? Muss ich doch hier lang. Na egal. Ich reg mich nicht auf. Ich mach einfach weiter. Schutz. Wir haben auch Schutz. Top-Schutz, um genau zu sein. So, wir rennen durchs Gras. Ja, klar. Durch das Gras, würde ich sagen. Und, ja, was tun wir noch? Wir gehen hier rein. Jetzt mal da, wo wir eben dran, um das Gaxel am hier hochzukommen. Und machen diesen Galaktik-Grübel fertig. Ja. Bam, was haben wir hier? Ein Nebulak. Okay. Steinhagel. Tschüss. Level up. Apollo. Nur Smeltbomb, mach's einfach fertig. Mit Zielstrahl. Boah, was geht jetzt ab? Strecke zurück zweimal. Voll der Beschiss, Mann. Egal, Hyperdrank. Finsterer, ja. Komm, komm. Zielstrahl, tschüss. Gengar, was machen wir gegen Gengar? Ja, mega, komm. Ja, komm, Kreideschrei. Ja, komm, nochmal Kreideschrei. Da war ich nochmal Kreideschrei. Antike Kraft. Was so wenig? Oh Gott, ich habe jetzt mit einem K.O. gerechnet. So ein Mist. Nutzen wir es einfach mal aus. Machen eine Kreuzschere, das sollte weg sein. Tschüss. Das war ein bisschen umständlich. Hätte ich schlauer machen können, aber na egal. Gewonnen ist gewonnen. Also was soll's. Was wollte ich jetzt machen? Beleben, beleben, Beleber. Nein, aber kein Top-Beleber. Da sind die normalen Beleber. Okay. Da brauche ich noch eine Menge Supertränke. So. Und so, ja, ja, alles sagen wir euch, aber was soll man machen? Was soll man tun? So. Okay. Ja, komm. Ich mache euch alles fertig. Sneebel. Ja, komm, Steinhagel. Tschüss. Hier kann ich es mir nicht verkneifen, einen Nahkampf zu machen. Es geht einfach nicht. Weil sowas von weg ist. Das war sowas von weg. Ja, komm. Supertrank und zack. Und weiter. Hier war, glaube ich, auch was. Nö, doch nicht. Oh, hier ist der Ausgang. Das ist mal gut. Hier hoch. Hier wieder ein Item. Mondstein, wow. Gibt's Mondstein? Also da geht's auch hoch, aber das interessiert mich jetzt irgendwie nicht. Ich will lieber hier weiterkommen. Ah, er geht zurück, das weiß ich. Okay, mach ich den eigentlich dann noch fertig. Tauros. Soll ich mal, weil ihr keinen Nahkampf zu verschalten, nur mach Erdbeben, was nicht viel bringt. Shit.
Das will mir jetzt nicht gefallen, was hier abgeht. Ja, komm. Boah. Okay, nochmal Dank. Boah, Gigastoß. Wow, Baby. Jetzt kann ich angreifen. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Tschüss. Das war mir eben irgendwie zu blöd. Da habe ich mir doch den Nahkampf verschwendet, auch wenn ich es noch gebrauchen könnte, aber naja. Nichts zu ändern. Ja, habe ich das schon wieder gesagt, diesen Part. Na egal. Ist auch egal. Ich mache mich jetzt hier hoch. Und dann werden wir mal sehen, was es hier gibt. Nix, nix, nix. Da geht's rein. Schutz wirkt nicht mehr. Das musste ja bald kommen. So, und weiter. Sternstaub, gut. So, hier lang. Jetzt bin ich fast da. Sehr schön. Noch ein paar Rüpel, dann sind wir bin ich da. Was mich sehr freut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Dann muss ich. Ja, ich mach Erdbeben. Komm, stirb einfach. Und ein Hariyama. Gut, Smetbo. Zielstrahl. Oh, wie schwach. Gegenschuss, das bringt ja auch nichts. Du bist tot. Du bist weg. Wir heilen. Oh, ich verheilen, habe ich gesagt. Hallo, ich möchte heilen, habe ich gesagt, genau. So, noch ein Rüpel. Fast geschafft, Leute. Oh, bin ich froh. Gleich hier oben. Nianma, da mache ich natürlich Steinhagel. Ja, mega, komm, das machen wir genauso. Ach, das macht Käferbogen. Hättest du eine Flugattacke gemacht, das wäre viel sinnvoller gewesen. Aber Bots sind blöd, das habe ich da mal gerade wieder gemerkt. Aber ist auch egal. Die Bots können manchmal so blöd sein. Naja. Was soll's? Ich freue mich lieber drüber, dass er so einen Fehler gemacht hat. Und hier, weiter geht's. Einmal Hollow. Komm, Erdbeben. Oh, ein Volltreffer. Level ab. Marschock, ja. Die haben alles so Entwicklungsstufen. Immer das erste, dann das zweite, dann das dritte oder nur zwei, je nachdem. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, besiegt, Maschumai. Ja, machen da machen wir mal Schlaf, Bruder, um sicher zu gehen. Und machen das am Zielstreifen mal ganz schnell fertig. Wow, ein Volltreffer, das war geil. Boah, ganz oben angekommen. Jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt kommt gleich ein heftiger Doppelkampf, so viel ich weiß. Ja, Smetbo und Scaraban. Das sollte eine gute Kombination sein für diesen Kampf. Wir speichern. Ich speichere lieber zweimal. Ist mir einfach lieber. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Gehen diese beiden Rüpel. Ja, das sind die stärksten Rüpel im Spiel, würde ich dann mal sagen. Ja, danach kommen eigentlich keine mehr. Mit Brutalanda und Desputa auf 75, ja. Okay, machen wir folgendes. Nahkampf auf Desputa, Schafruder auf Brutalanda. Und Brutalanda fliegt, okay. Aber wir konnten Desputa sofort ausschalten. Das ist gut. Fliegen, das geht nicht auf Scaraborn, geht das bestimmt. Also wechseln. Und dann ja Schafruder drauf. Ja, okay. So, es schläft. Du machst Schwerttanz. Du machst Hypertrank dann. So. Schwerttanz. Nochmal. Du greifst mal mit Zielstrahl an. Oh, es ist aufgewacht. Das geht jetzt wahrscheinlich aufs Metbo. Du greifst an. Darum wechseln wir mal. So ein Opfer. Tentacher. Ja. Eisenschädel, du bist weg. So.
Ball wird eigentlich. Na gut, doch nicht mit. Nee. Weil sie sagen, Ball wird eigentlich stark besiegt, aber das stimmt nicht. Miteinander hatte schon Schaden genommen. Und, oder. Ich weiß gar nicht, ob ich was, oder habe ich mir eingebildet, dass es Schaden genommen hat? Na egal. Auf jeden Fall waren beide schnell besiegt. Mit wenigen Angriffen. Ups, was mache ich denn? So. Belebung. So. Falls ich es mal wieder ein Opfer brauche. Ja, ich versuch's einfach mal, diesen Kampf. Ja, jetzt kommt der Doppelkampf gegen Commander Mars und Commander Jupiter, den ich nicht schlecht finde, ja, ich mag ihn. Dann kommt unser Rivale, yeah. Oh ja, er will unterstützen und ja. Ich mach den Speed runter. So. Oh, er hat Magbrand, okay. Das ist Erdbeben jetzt eine schlechte Idee. Wohl. Oh, ich bin total verleitet, das gerade zu machen. Ach, komm. Okay, was soll's. Erdbeben. Tut mir irgendwie leid, aber ich war irgendwie ganz voll verleitet, dazu das zu machen. Nein, egal. Er wird schon überleben. Oder auch nicht. Ja, ist gut. Ich bin kein guter Teamspieler. Ja, ich weiß. Mir fällt ja auch nicht gerade viel ein, irgendwie. Ich muss wechseln. Nee, so wird das gar nichts. Sherox, boah, das Vieh kann Explosion. Wie krank ist das denn? Zurück habe ich gerade gewechselt. Hätte jetzt der Schutzschild machen sollen. Trotter, das wird jetzt nicht viel ziehen, ja. Boah, das Grundtank kann explodieren, das finde ich schon wieder sehr krank. Boah, was wollte... Wollte Smogma gerade Feuersturm machen? Das ist krank. Dafür muss ich jetzt sofort ausschalten. Hä? Und nur Gras kann Kehrtwende? Was geht hier ab? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. War schon immer so. Boah, das würde schon echt schon wieder Feuersturm machen. Ja, mach mal Tarnsteine, warum nicht? Oh, Hypnose jetzt. Nee, nicht wahr, das Vieh kann Feuersturm und trifft jetzt. Oh, Volltreffer. Naja, das wäre sowieso gewesen, denke ich mal. Ach, Mann. Wieso habe ich im Flügelstärke gemacht? Weil ich sparen wollte. Ich wollte EP sparen. Ist das dreckig. Jetzt macht das viel Schutzschild. Ich will sterben sehen, Mann. Ach komm. Jetzt kommt so ein Scheiß. Was geht hier ab, Mann? Zwiestrahl, so. Gut. Nachthieb, okay. Okay, das sieht zwar so gut wie gar nichts, aber ist auch egal. Toxiquack, okay. Bevor mich hier Snobility Cat weiter auf die Nerven geht, ja, das kannst du mal vergessen. Okay, du kriegst das ab und du schläfst dir jetzt erstmal eine Runde. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Boah, ey, das ist doch krank. Hier, Zielstrahl in deine Richtung, in die Richtung von Toxiquack, um genau zu sein. Ja, komm, Portrott ist gestorben. Hätte ich einfach nicht einfach Magbrand killen sollen, das war irgendwie doof. Naja, egal. Ja, ja, komm, das war doppelt equitativ, ist verwirrt. Wäre es noch Volltreffer gewesen, wäre es noch schöner. Panzer Aeron. Ja, komm. Boah, das Vieh wacht natürlich schon auf und trifft sofort mit Hypnose. Mann. Ja, komm. Natürlich. Ja, das ist gut. So, Toxiquack erstmal ausschalten. So. Nidoqueen. Ach du Scheiße. Das ist jetzt uncool. Nein, du dreckiges Schlampenvieh.
Ich bin gerade sehr sauer. Nido Queen kann Donner, ich fass es nicht. Ja, warum nicht? Ja, ich hab dagegen nichts. Eigentlich schon, aber lassen wir das mal. Wir machen jetzt. Nein. Oh. Mann, dieser Kampf regt mich irgendwie schon wieder auf. Ja, komm. Mensch. Sternschauer. Mann. Nein. Warum reg ich mich überhaupt auf? Das war irgendwie logisch. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ja, seine Verteidigung steigt. Nido Queen kann auch noch Blizzard. Interessant. Zu wissen, würde ich mal sagen. Ja, ja, komm. Das sieht ja auch alles so viel ab. Nido Queen hat ja auch so einen hohen Spezialangriff. Voll logisch, aber lassen wir das auch mal. Und holen Scarabon wieder rein. Jetzt gleich ohne Bedenken nämlich Erdbeben machen. Das, nee. Ach, wie blöd ist der denn? Jetzt mache ich schon Erdbeben, weil er einen Flug-Pokémon draußen hat und dann kommt sowas. Jetzt lache ich, Nido Queen macht Donner auf es. Dann lache ich. Boah, Sternschau sieht zu viel ab. Ja, klar, wegen Renkenschmidt. Zum Sternschauer speziell. Komm, sehr kreativ auf Nido Queen. Boah, das wolltest du echt Donner machen. Hätte nur noch treffen müssen. Nehme ich erstmal jetzt so eine Billigkeit aus diesem Spiel raus. Falls wir das überleben. Impagato überlebt es nicht. Mein Scarabon auch nicht, ist toll. Ist toll, dass dieses Snoopy kann ich jetzt einen übermächtigen Sternschauer Angriff hat. Ist ganz genial. Ach komm, Mensch. Wieso regt mich dieser Kampf? Oh ja, er schickt Dragoran raus. Das ist ja mal was Geiles. Wir beleben Scarabon jetzt kurz wieder. Hätte ich eigentlich auch ein Opfer jetzt rausholen können. Nein, ich hab's vergessen. Ja, komm du mit deinem Sternschauer. Dein Übersternschauer, Mann. Der kackt mich voll an. Der pisst mich an. Der kotzt mich an. Ja, warum nicht? Ist logisch. Das war ganz logisch. Yeah, Dragoran ist geil, Mann. Das macht's voll fertig. Natürlich. Gib mir noch einen Donner. Gib mir noch einen Donner, ja. Komm. Ja, jetzt kommt mir mein Scarabon wieder rein. Snurgast. Ah ja, genau, das hat ja von Kehrtwende gemacht, das blöde Vieh. Ja, komm, ich bin besiegt vor. Nee, doch nicht. Na, Schweif auf Nido Queen, das ist gut. Ja. Nahkampf mache ich jetzt mal auf Snurgast. Ich hätte auch Erdbeeren machen können, aber ich hatte irgendwie gerade Bedürfnis, diese Katze auf den Weg zu räumen. Und ja, das ist, hat schon mal wunderbar funktioniert, das ist besiegt. Und das macht Blizzard. Nein, du heilige Scheiße. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, Dragoran ist bestimmt Geschichte. Und genauso wie Scarabon, der wenigen KP. Ah, ich wäre ab, gut. Okay. Ah, ich will ja gar nicht. Ich will nicht, hallo? Was mache ich denn jetzt gegen Nido Queen? Ich mache viel Ender, tschüss. Gehen langsam die Attacken aus, die HP. Natürlich, vergiftet. Nach Deckmenge, fetten Eiermann. Oh, das war jetzt das letzte. Oh, ich dachte schon. Boah. Dieser Kampf war jetzt zu ätzend, Leute. Ja, ich werde die Geschwindigkeit wiederholen. Das dauert mir jetzt durchaus schon 10 Jahre. Das ist doch total krank, aber... Ja, mein Rival hat mich noch geheilt. Weil ich die Netzhände und ja... Das Video ist jetzt ein bisschen länger als die anderen, aber egal. Muss ich nicht erstmal ein paar Schritte laufen, bis das kommt? Nee, leider nicht. Okay, ja, es sieht ja wieder normal aus. Okay, okay, okay. Das kennt ihr doch alle. Naja, beenden wir eben da mit dem Part. Mit dieser Szene. Danach muss ich sofort beenden. Das Video geht schon jetzt ein bisschen länger als sonst, aber egal. Man kann ja jetzt über 15 Minuten Videos machen. Ja, Videos über 15 Minuten lang machen, also ist das okay. Ich weiß noch nicht, wie lang das genau geht. Naja, sind vielleicht bei 20 und ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Aber das sollte ja alles klar gehen. Wenn nicht, muss ich das in zwei Videos teilen. Boah, ich hab doch voll Geschwindigkeit, oder?
Ja, man, trotzdem leckt das so. Das ist ja grässlich. Ja, die macht, ja, ich bin der Meister der Welt, ja, verständlich, ja. Und so weiter, und verschwindet auf Null gesetzt, nichts bleibt, du hast natürlich die Welt geformt. Ja. Und da sehe ich das, schade, dass ihr das nicht sehen könnt, die drei legendären Pokémon. Fairspritt, Turboots und Selfie. Ja. Ja. Ja, ist okay. Und da kommt es. Das ist eigentlich das Hauptevent des Spiels, würde ich jetzt mal sagen. Giratina erscheint. Aber das tust du es ja nicht, weil man ja Platz im Spiel und nicht das Normale. Da ist das eigentlich eher uninteressant. Und ja. Was soll's? Da kommt Cynthia. Nein. Ja, genau, nein. Warum habe ich das vorgelesen? Keine Ahnung. War irgendwie gerade danach. Und die drei fliegen dort rein. Ja, jetzt ist ja wieder schwarz. Naja, egal. Ich finde es eigentlich blöd, dass die Pokémon hier schwarz sind. Aber naja, egal. Das ist nur meine Meinung. Also, was soll's. Und ja, ist das Portal zu Zwölf-Welt. Ach, ich hab sogar den Namen vergessen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist. Zwölf. Ach Gott, keine Ahnung. Gott, ich hab's vergessen, wie die Welt heißt. Von Giratina. Nee, jetzt nicht. Okay, wenn ich jetzt anspreche. Ja, genau, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Okay, Leute, wir machen, wie ich eben schon sagte, im nächsten Video hier weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao und bis dahin.